Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Fahrzeugbeschaffung. Und der Party Pnyx, was macht er? Klar, er schreibt wieder in den... in den Chat. Weil der Night Kids in den letzten Folgen und so dermaßen auf die Nerven... Night Kids. Er ist so und der uns dermaßen auf die Nerven gegangen, dass wir uns gegen ihn gewehrt haben. Das seht ihr auch in der letzten Folge, wenn ihr einfach mal da reinguckt, seht ihr das. Das ist einfach nicht mehr spaßig. Klar, wir hatten Spaß dran, ihn zu töten, ne? Aber das ist aber auch nur einseitig. Muss man halt dazu sagen, ne? So, wollen wir mal den Centauro klauen. Stimmt, ich sollte auch mal das Fahrzeug zeigen. Den Centauro, den sollte man kennen, oder? Ja, ich zeig ihn trotzdem nochmal. Ja. Seht ihr ihn neben meinem Face? Dieses Fahrzeug holen wir uns jetzt. Und vor allem, die wissen ja dann die Farbe und so, ne? Das kann man ja trotzdem auch zeigen. Dass die Leute die Farbe sehen, wie der aussieht, sich was drunter vorstellen können. Ach, ist er auf dem Flughafengelände? Hm. Och, die machen hier wieder so ein Rennen. Echt? Oh. Ups. Hast du ihn? Nee. Ja. Jetzt. Ab. Los, ab. Oh, tschüss. Nee, ne? Was denn? Was denn? Von meinem Centauro oder... solche Pseudo-Sachen oder antwortest du nicht? Mein Centauro, den ich geklaut hab... Mann! Du blöde... Oh, hat einen Platten, ey. Ja, mit dir ganz bestimmt nicht, Junge. Bist du schon da? Ja. Sehr geil. Hast du gesehen, der eine hieß Nasty. Gut gemacht, der Wagen ist eingelagert. Wow! Alter, nicht dein Ernst. Wo steht denn der? Gucken, da steht der Centauro. Centauro ist ein geiles Auto, das hatte ich in meinem, bei meinem ersten Account, hatte ich das auch, das Fahrzeug. Aua, aua, aua. Aber ich habe es mir dann später nicht nochmal kaufen wollen, weil ich fand, es war ein bisschen überteuert.
Warum müssen die meisten Leute, wenn sie beleidigen, gleich auf körperliche Behinderungen gehen? Weiß ich nicht, warum? Was passiert? Ja, weil sie den einen Jungen jetzt hier retarded nennen und was weiß ich was alles. Ja gut, weiß retarded ist ja nicht körperliche Behinderung, sondern geistige Behinderung. Geistige Behinderung. Also, ja, aber trotzdem. Ab und zu hört sich das so an, als ob die Leute, die in deiner Nähe sind, also die NPCs, Hallo sagen. Echt? Ja, so Hallo, hat eine gerade gesagt. Hat sich zumindest so angehört. Oh, du Porsche. Oh, du Porsche. Bist du jetzt gleich wieder beim Stützpunkt? Ja, du kannst ja ruhig schon mal eine Mission annehmen. Gut, mache ich jetzt sofort. Oh, was mache ich denn da, ich Idiot? Hast du einen Centorno? Ja, ich hab den Centorno von da mitgenommen, ja. Ach so, stimmt. Der war ja kaputt. Ja, Reifen geplatzt und so, ne? Na komm, setz dich hin. Oh, was geht denn jetzt ab? Jetzt streiten die sich da. Ach Mann. Oh, oh, was passiert da? Oh. Ja, das frage ich mich gerade auch. Ich warte auf eine Mission, stehe vor der Tür. Okay, Sterling GT. Oh nein, da kommt er wieder. Da kommt der Typ wieder. Oh, schnell weg. Der. Oh nein! Was denn? Was ist denn jetzt passiert? Was denn? Was hast du gemacht? Ich bin aus Versehen in ein Rennen gesch... Hä? Wie geht das denn? Ich hab, weiß ich nicht, aus Versehen auf Maus... Das... Okay. Ist das noch... Kannst du noch das Auto holen? Oh nein. Ja, kann ich. Aber er hat mich einer kaputt gemacht. Ach du Scheiße. Sie hat gerade den Typen auf den Tisch gehauen. Ja, ja. Hat sie letztes Mal schon gemacht. Echt? Mhm. Warum macht die das denn andauernd? Kann sie den nicht leiden? Alter, jetzt hat sie voll eingekriegt. Und die landet jetzt auch gleich auf dem Boden. Wahrscheinlich auf ihm drauf. Wie die guckt. Das ist so geil. Na, rennt sie noch hinterher? Nein, macht sie nicht. Schade. Die spart sich das wahrscheinlich für den Kampf auf. Da ist er schon wieder, dieser Kitz. Wo, bei dir? Ja. Der geht mir auf den Sack, weißt du das eigentlich? Naja. Gibt ab und zu mal solche Idioten, so wie den anderen von der anderen Session. Wie hieß denn der? Ach, keine Ahnung. Son Goku. Ja, war das nicht von heute Mittag? Nee, das war vorhin. Nee, das war von auch von vorhin. Alter, ich bin so fertig, ey. Oh oh. Ja, Leute, mittlerweile haben wir 4:11 Uhr. Wie gesagt, wir gucken immer noch im Elimination Chamber. Mhm. Und es macht mega Spaß gerade. Wo muss ich hin? Rennen fahren.
Ja. Jetzt. El Gordo. Alter! Sorry. Wer ankommt, ist scheißegal. Hauptsache, irgendeiner kommt an. Ja, das stimmt. Ich kann nicht so gut lenken nach links. Das wollte ich nur mal sagen. Weil meine rechte Felge ist immer noch im Arsch. Ich hab einen super Sportwagen. Das passt schon. Ich eigentlich auch, aber. Vor allem, der Contorno müsste normalerweise schneller sein als dein Fahrzeug, ne? Und dieser ein einzige Reifen, der bremst ihn so aus. Ja. Oh. Alter, ey. Ich dachte, ich fahr gleich in dich rein. Ne, ne. Diese Zeit ist ja mal locker zu schlagen. Ja, klar. Ist voll cheesy. Es sind nur noch 2,8 Kilometer. Ja, eben. Guy, you was joking or what? You were joking or what? Ja, dein Wagen ist schneller. Jetzt. Ja, nee. Ich war ja auch auf Endgeschwindigkeit, ne? Ja, in der Endgeschwindigkeit, sag ich doch. Ja. Nur in den Kurven bin ich dir klar voraus, weil du einen Reifen weniger hast. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch wieder direkt an dir dran. Kurven hast du echt eindeutigen Vorteil. Alter, wie du über die Brücke geschossen bist. Oh shit. Oh nein! Ich hab das Auto getreten. Ich hab auch so sehr dran geschossen. Oh Mann, ey. Aber der sieht echt gut aus. Alter! Der feuert ja an den Seiten. Also der die Auspuffe seitlich. Auspuffe. Oh, da kommen wir. Auspuffels. Alter, du bist voll in die reingefahren. Oh, shit. Wo muss denn überhaupt hin? Ich weiß nicht, irgendwie so behindert fahren. Das ist echt dumm. Rechts, links, rechts, dann doch auf die Autobahn. Erst nicht auf die Autobahn, dann doch wieder und dann... Weiß also ich im Moment steht da direkt einer vor der Garage. Aua. Gegner? Nein. Ja, Gegner ja, aber nicht echter Spieler, sondern NPC. Ich bin gleich da bei dir. Hab ein bisschen schnelleres Auto. Naja, das Auto ist auch schnell hier. Ja. Aber meins sollte trotzdem schneller sein. Ja. Schade ist halt einfach, dass du die Geschwindigkeit nicht sehen kannst, wie schnell du gerade fährst. Kannst du. Innenkamera, ja. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Ja, das kann ich verstehen. Na, du bist echt schnell. Ich weiß nicht, wie schnell der ist, aber das ist schon mega schnell. Kann ich gar nicht einholen. Also nicht so schnell. Na, also ich kann dich schon einholen. Ich hol auch auf, aber nicht so schnell, wie ich dachte.
Ja, der geht aber von der Beschleunigung oder besser gesagt von der Endgeschwindigkeit sehr schnell runter, sobald du die Kurven zu hart nimmst. Das ist das Problem an diesem Fahrzeug. Boah, ich komme nicht an dich dran, ne? Ne, jetzt wirst du an mich rankommen, weil jetzt kommen wieder die Kurven. Yo! Nein, Alter! Der Typ hat auf mich geschossen. Ja. Dabei hat er einen Reifen von mir getroffen. Und da war genau die Lücke zwischen den beiden Autobahnen. Ich bin voll auf die andere Seite. Echt jetzt? Ja. Aua! Nein, Alter, jetzt geht der Schaden hoch. Jetzt geht der Schaden hoch. Alter, fickt euch. Erst fährt das Auto voll vor mich, dass ich dagegen knalle. Ja. Dann fahre ich ganz normal alles chillig und dann kommen diese scheiß Gegner wieder und knallen voll gegen das Auto und sperren mich fast ein. Yep. Von 3000 auf 6700, ey. Das ist nervig. Ja, das stimmt. Abgeliefert. Wollo. And we have warehouse that one. Come back and log on to SecureServe if you want to keep. So, ich gehe jetzt erstmal. Brauche jetzt unbedingt erstmal Munition. Ja. Also mal kaufen. Die haben gerade Rey Mysterio gezeigt. Mhm. Ganz kurz. Weißt du, worauf ich Bock habe? Mhm. Jetzt im Anschluss nochmal schnell Fahrzeuge verkaufen. Ja, komm. Bist du noch hier drinne? Ne, ich stehe davor, warte. Ich komme rein. Jo. Willst du eine Überraschung haben? Ja, gib mir irgendwas. Mir egal was. Okay. Krieg sowieso das gleiche. 10.000 wahrscheinlich. Warte, noch nicht annehmen. Ich will erstmal Geld einzahlen. Mhm. Jetzt. Ach, du hast leider den falschen gekriegt. Du sollst schön. Du sollst eigentlich einen anderen kriegen. Ja? Ja. Weißt du welchen? Was denn? Rate mal. Vielleicht kommst du drauf. Ach, den anderen alten. Den, ja, den ich so geil finde. Ja. Ja, das wäre schon geil. Meine Hupe ist mega geil. Ich bin fertig. Ich warte auf dich. Bin noch nicht fertig, warte. Alles gut. Aber gut. Ach so, bei den Männern sind 3 schon in dem Ring. Ja, weil es 7 sind dieses Mal. Aha. So, hör mal. Mal sehen, ob du die Dings kennst, die Melodie. San Andreas, ja? Nope.
Nee. Hab ich. Los Santos. Ja, meine ich doch, das habe ich auch drin. Liberty City. Meine ich doch, ja. Oh. Warum habe ich jetzt gerade Erfahrungspunkte gekriegt? Achso. Weil du in meiner Nähe fährst. Ja. Und maximale Gesundheit hoch, deswegen bin ich ein Level gestiegen. Müssen aufpassen. Nichts kaputt machen. Aua! Was ein Wichser! Was denn? Du hast gesagt, nichts kaputt machen. In dem Moment, der NPC schert voll nach links aus und ballert mir ins Auto. Ehrlich. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Ist einer mit Passivmodus in mir entgegengefahren. Alter, dieser Wagen, in den Kurven unsteuerbar, Alter. Ja, der hier auch. Alter, ist der mega schnell. Also deiner. Ich meine ja den. Ich habe ja auch die Leistung verbessert. Ja, musst du ja. Sonst darfst du nicht fahren. Sonst kriegst du dafür kein Geld, wenn du den ablieferst. Du musst mindestens bei allem, du musst bei allen Kategorien mindestens eine Sache ändern. Ja, fahren wir wahrscheinlich wieder in das Häusergebiet da hinten. Ja. Fahren wir also zum Häuslebauer. Aua! Oh, aua! Mach doch was. Sorry! Ich hatte auf einmal überschüssige Energie, die ich. Genau, überschüssige Energie vor allem. Ja, was denn? Das Auto ist mit volle Karacho da den Berg runter und dann war ich auf einmal zu schnell. Das überschüssige Geschwindigkeit. Ja, meine ich doch. Wir müssen jetzt hier links abbiegen, ne? Mhm. Bin zu weit. Ich auch. Das ist einfach zu dumm, ey. Abgeliefert. Wie viel hast du? 198.140 soll ich kriegen. Wie viel habe ich im Endeffekt gekriegt? Ich hab 98.140. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe nur 5.000. Wenn ich wenigstens die anderen 100.000 bekommen würde, weißt du? Das wäre geil. Ich kriege nie das volle Geld. Komischerweise. Hm. Au! So, was machen wir nun? Weiß ich nicht. Die Folge ist auf jeden Fall zu Ende. Das ist schon mal klar. Ja? Es hat Spaß gemacht. Es war witzig. Denn das Auto verkaufen ist immer so eine Sache, die sehr viel Anspannung mitbringt. Ja. Und war schon geil. Naja, ich wünsche euch allen was. Bis dahin. Ciao. Ciao.